Also, ich selbst arbeite im Deutschen Zentrum für neurodegenerative Erkrankungen. Wir sind da 2014 eingezogen. Wir konnten das Gebäude selbst gestalten und auch die Berufungen mit selbst gestalten. Und das war schon ein großer Wandel gewesen. Ich glaube, ich hätte den Standort nämlich ansonsten auch verlassen Richtung USA. Aber das ist jetzt wirklich eine Traumoption, weil wir können hier in dem Gebäude von der Klinik bis hin zur Molekularbiologie, Zellbiologie quer durch alles machen in einem Haus. Und das hat wirklich die Möglichkeiten der Forschung drastisch geändert. Sie alle kennen das ja ein bisschen von die Alzheimer'sche Erkrankung hat diese Plaques, ja, und die entstehen aus dem Amyloid. Und wir glauben, dass es so eine Kaskade da gibt, wo das Amyloid ganz oben steht. Die Plaques induziert, die induzieren Tangles, das sind Ablagerungen in Nervenzellen und das führt zum Zelltod. Daran arbeiten viele, habe ich auch dran gearbeitet, tue es teilweise immer noch seit über 30 Jahren oder seit bald 30 Jahren. Aber es gibt einen neuen Mechanismus und über den möchte ich heute ausschließlich reden, weil das auch ein Mechanismus ist, den wir vielleicht sogar mal im Labor zum ersten Mal bis zur Klinik bringen. Und der ist folgendes: Es gibt Immunzellen im Gehirn, die Mikroglia, und von der hat man bisher eigentlich immer gedacht, dass er was Schlechtes, die Entzündung im Gehirn, das kann nichts Gutes sein, die trägt zur Krankheit bei. Und meine allererste Publikation vor 20 Jahren, war über Mikroglia. Und ich war damals ganz stolz drauf, so mein erstes Paper als Postdoc nach anderthalb Jahren in den USA, das war nicht schlecht und in General Science Cover Story. Aber dann, als das Paper rauskam, sagte mein damaliger Chef zu mir, now you're going to work on something real. Dann dachte ich mir, okay, dann fangen wir mal was Richtigen an zu arbeiten. Habe dann mal an Amyloid gearbeitet. Und ja, dann vor ein paar Jahren gab es aber eine große Entdeckung im Feld. Und zwar fand man Risikofaktoren, die Wahrscheinlichkeit, an Alzheimer zu erkranken, deutlich erhöhen. Und der wichtigste von denen war dieses TREM2. Und diese Risikofaktoren, die werden ausschließlich in den Immunzellen des Gehirns, in den Mikroglia, exprimiert. Die regulieren die Phagozytose, machen alle möglichen Dinge, auch Inflammation. Und man fand genetisches Linkage in allen möglichen verschiedenen Erkrankungen der Neurodegeneration. Und das hat mich dann schwer überzeugt, dass das doch hier irgendwie eine entscheidende Rolle spielen muss. Und die Frage war natürlich jetzt, wie machen die Mutationen das? Ja? Warum verursachen die Mutationen einen schnelleren Alzheimer als der Wildtyp? Und dieses TREM2 ist ein Membranprotein, das sieht so aus. Im Prinzip die gleiche Orientierung wie das APP, aus dem das Amyloid entsteht. Und in dem Fall hatten wir riesen Glück gehabt, weil das Ding wird nämlich geschnitten. Und zwar durch eine Protease, die identisch ist mit einer der Sekretasen, die das Amyloid schneidet. Und dabei entsteht ein lösliches TREM2, was abgegeben wird, was wir auch als Biomarker jetzt verwenden im CSF. Und ein C-terminales Fragment, was zurückbleibt in der Membran. Und Mutationen sitzen übrigens hier oben drinnen. Ich habe hier nur die zweimal mal jetzt analysiert. Und ich zeige Ihnen mal, was da rauskam. Das hat man nämlich total einfach gesehen. Das ist der Wildtyp, das ist das immature Protein im ER. Und wenn das dann Richtung Oberfläche transportiert wird, wird es glykosyliert, wird so schmierig deswegen, weil es da kein klares Molekulargewicht gibt und wird dann an der Oberfläche geschnitten und sezerniert. Und man sieht dann das C-Terminal-Fragment, also dieses hier, und das Soluble TREM2 sieht man dann im Medium. Wenn Sie jetzt die Mutationen angucken, sehen Sie sofort den drastischen Unterschied. Die Mutationen halten das TREM2 im ER zurück. Das kommt praktisch nicht maturiert. Oder die Zelloberfläche. Das C-terminale Fragment wird so gut wie nicht gemacht und das Soluble TREM2 ist weg. Das war eine große Überraschung, weil das bedeutet eigentlich, dass diese Mutationen ein Loss of Function darstellen. Und eigentlich hat das ganze Feld immer vorhergesagt, wir müssen Mikroglia-Aktivität stoppen. Was eigentlich nur das machen, was die Mutationen machen. Das war also genau das Gegenteil von dem, was man erwartet hatte. Es gab auch großen Ärger am Anfang. Man hat mir einmal bei einem Meeting, ein älterer Herr, ich denke, ich bin schon alt, aber noch älterer Herr, zu mir gesagt, der Großvater der Mikroglia-Forschung, you and your research is toxic for the young audience in this room. Ja, fand ich schon ziemlich hart. Ich habe das in 30 Jahren sowas noch nie gehört. Aber klar, wir haben sein ganzes Lebenswerk auf den Kopf gestellt, sozusagen. Ne? Und was wir hier mal messen, hier ist einfach nur Phagozytose. Ja? Und das sieht man Wildtyp, wunderschöne Phagozytose. Bei den Mutationen, Phagozytose ist gestoppt. Und
das wirklich augenöffnende Ergebnis kam dann hier. Und das ist das Tolle, was wir hier auch uns im Exzellenzcluster machen können, in Zusammenarbeit mit den Nuklearmedizinern am Klinikum bei uns. Was die Menschen machen, PET Imaging, das können wir da auch an Mäusen machen. Und das haben wir hier gemacht. Und wonach wir hier gucken, ist Aktivierung von Mikrogliazellen. Also im Prinzip was Böses. Ja? Mikroglia soll ja nicht aktiviert werden. Ja? Und wenn Sie jetzt nur mal hier unten gucken, das ist über die Zeit von 2,5 Monaten bis 12 Monate, so eine Maus, Wildtyp-Maus. Ja? Und je röter die wird hier, umso stärker sind die Mikrogliazellen aktiviert. Das heißt, die Mikrogliazellen, die werden in der Maus bei einer normalen physiologischen Alterung aktiviert. Und dann schauen wir uns mal oben an. In der Maus haben wir die Mutation mit der CRISPR-Technologie reingebracht. Also nur ein Codon im Endeffekt verändert, sonst nichts geändert. Die Mäuse können ihre Mikroglia während der normalen physiologischen Alterung nicht mehr aktivieren. Und das zeigt meiner Meinung nach klipp und klar, dass diese Mutationen Loss-of-Function-Mutationen sind und dass eine aktivierte Mikroglia zumindest zum gewissen Zeitraum bei der Neurodegeneration protektiv sein muss. Und Sie haben dann vielleicht gehört, es gibt ja heute diese Methoden mit Single-Cell-Sequencing, dass man jetzt ganze Zellpopulationen identifizieren kann. Und das wurde hier auch gemacht. Also man findet jetzt sogenannte homöostatische Mikroglia und Disease-Associated Mikroglia, DAM-Mikroglia. Natürlich denkt man sofort, wenn der Name sagt, das ist böse und das ist gut. Ne? Und wir haben uns natürlich die mRNA angeguckt von diesen Mikroglia-Zellen. Und in der Mutation, was finden wir da? Genau das Gegenteil von dem, was der alte Herr erwartet hatte. Diese Mäuse sind nämlich gelockt in den homöostatischen State. Also genau das, was man eigentlich für gut bezeichnet, wird da verstärkt. Und die Maus kommt, selbst wenn ich jetzt ein Alzheimer-Mausmodell da reinkreuze, kommt aus dem Stadium gar nicht mehr raus. Normalerweise, wenn ich hier ein Alzheimer-Mausmodell reinkreuze, würde die Mikroglia aktiviert werden und die Mikroglia reagiert sofort auf die Schädigungen im Gehirn. Und das kann man sehr schön sehen und sehr, sehr leicht unter dem Mikroskop. Was Sie hier sehen, sind Alzheimer-Plaques in der transgenen Maus, in den weißen Punkten hier. Und hier im Doppelstand sehen Sie die Mikroglia und die Mikroglia sitzt direkt auf dem Plaques drauf. Das ist praktisch 1:1. Die erkennen die, migrieren dahin. Wenn wir jetzt so eine TREM2-Mutation haben oder sogar einen Knockout, die Plaques sind noch da, komme ich gleich drauf, die verändern sich. Aber die Mikroglia selber erkennt die gar nicht mehr. Die ist randomly verteilt und die kommt da gar nicht mehr hin. So, das sind Mäuse. Im Menschen finden wir im Prinzip genau das Gleiche. Und das ist auch wieder sehr schön, weil wir haben nämlich genau zwei Häuser weiter von uns, die Neuropathologie. Und da gibt es eine schöne Brainbank für Alzheimer-Erkrankungen, Neurodegeneration. Und diese seltenen Fälle die mit den TREM2-Cases hier, die stammen alle aus der eigenen Brainbank. Und es gibt auch schon einen Neuropathologen, mit dem man da zusammenarbeiten kann. Und was wir gefunden haben, ist, dass auch bei Menschen, die in den 3 Mutationscases hier, und wir haben 7 insgesamt in das Paper gehabt, weniger Mikroglia auf dem Plaque sitzt als in normalem Alzheimer-Fall. Und das fand ich sehr erstaunlich, weil in den Mäusen guckt man natürlich aus offensichtlichen Gründen in Homozygoten Mutationskern oder Knockouts. Im Menschen sind diese Mutationen heterozygot. Das heißt, also, die haben noch einen Wildtyp-Allel und trotzdem sehen wir hier einen drastischen Unterschied. Das hätte ich nie erwartet, ehrlich gesagt. So, jetzt die große Frage, was passiert mit den Plaques? Und das ist sehr schwierig zu studieren, weil nämlich vor allem die Plaque-Qualität sich ändert und nicht so sehr die Quantität. Um das zu zeigen, haben wir letztendlich einen einfachen Trick gemacht. Wir machen so ein Homogenat von dem Gehirn, was voller Plaques ist. Und bilden praktisch durch Homogenisieren Kristallisationskerne. Und die indizieren wir ins Gehirn, in den Hippocampus, zu dem Zeitpunkt, wo die Maus noch keine Plaques hat. Und gucken dann praktisch nach neugeborenen, winzigen, kleinen Plaques. Und das funktioniert ganz gut. Sieht man das vielleicht bei dem Licht hier etwas schlechter. Und all diese kleinen Pünktchen hier, das sind neugeborene Plaques, die erst auftreten, wenn wir diesen Extrakt hier als Kristallisationskern praktisch da rein indizieren. Und das ist eine Wildtypmaus hier. Und wenn man das dann mit einem Knockout macht oder einer Mutation, sieht man sofort, dass die hier deutlich mehr von diesen neugeborenen Plaques drin haben. Und diese Plaques, die sind auch nicht mehr so kompakt, so kondensiert. Die werden fuzzy, nennen wir das. Ja, die fransen regelrecht aus. Ja. Und der Grund ist ganz einfach, die Mikroglia kommt nicht mehr hin und frisst praktisch die Corona des Plaques gar nicht mehr weg. Das können die gar nicht machen. Deswegen wachsen die stärker. Das zeigt auch wieder, dass ganz klar die Mikroglia zumindest zum Beginn der Erkrankung, wenn die aktiviert ist, einen positiven Effekt hat. Und
Das ist natürlich jetzt alles in Maus. Und wenn man da einen positiven Effekt hat, der Mikroglia, könnte man sich natürlich denken, lasst uns das den Menschen aktivieren, ja, und verwenden als, ja, als einen Therapieansatz. Jetzt sind wir in Menschen gegangen, und das wäre auch wieder ein Vorteil unseres neuen Instituts, weil der Johannes Levin bei uns eine Kohorte betreut von Patienten, die unter genetischen Alzheimer leiden. Das sind familiäre Alzheimer-Patienten, die mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit die Erkrankung bekommen. Und als Kontrollen haben wir in dieser Kohorte nicht irgendwelche Kontrollen, was immer ein großes Problem darstellt, sondern deren Geschwister. Die sind also genetisch sehr nah dran und sind natürlich völlig gesund und kommen nicht wie andere Kontrollen wegen irgendwelchen anderen Krankheiten in die Klinik. Und jetzt haben wir hier was ganz Einfaches gemacht. Wir haben das TREM2 im Liquor gemessen, als Biomarker praktisch der TREM-Aktivität. Und im Blau sehen Sie jetzt erstmal hier übers Alter hin von 10 bis 70 Jahren hier den Anstieg von dem TREM2 in den Kontrollen, in den gesunden Geschwistern. Und Sie sehen, dass es über die Zeit hin ansteigt in den Kontrollen. Das ist erstaunlich. Ne? Aber es war genau das, was wir vorher in den Mäusen gesehen hatten. Ne? In den Mäusen während der Alterung wird die Mikroglia aktiviert. Und das scheint hier ganz genauso stattzufinden. Was passiert ist in der Erkrankung? Ja? Wenn man die Krankengeschwister nimmt, sehen Sie hier oben drüber, die rote Linie sind die Mutationscarrier und hier geht die Kurve wesentlich stärker nach oben. Ja? Das heißt, hier reagiert die Mikroglia schon auf die Krankheit. Ne? Das heißt, wenn die eine TREM2-Mutation hätten, zusätzlich zu den familiären Mutationen, die sie haben, wäre das absolut fatal, dann würde es noch schneller hochgehen, mit absoluter Sicherheit. Und das impliziert jetzt bereits, dass wir hier im Prinzip eine protektive Funktion wahrscheinlich haben. Aber wie kann man sowas nachweisen im Menschen? Und das haben wir dann auch probiert mit einer wesentlich größeren Kohorte, nennt sich ADNI. Da sind über 1000 Patienten drinnen und da kriegt man leicht Zugriff auf sämtliche Bioproben. Und wir haben bei denen auch wieder TREM2 gemessen und dann verglichen die TREM2-Menge mit der Geschwindigkeit des Volumenverlusts vom Hippocampus. Und was wir gemacht haben, war ein ganz einfacher Trick. Wir haben die Patienten aufgeteilt in solche, die einen hohen Level haben von TREM2 und solche, die einen niedrigen haben. Also praktisch einfach in der Mitte durchgeschnitten und einen oben und den anderen unten aufgeführt. Und dann geguckt, bei wem geht der Hippocampus schneller kaputt. Und was man deutlich sieht hier in Rot, das sind diejenigen, die niedrige Levels haben von TREM2, da geht der Hippocampus, der schrumpft wesentlich schneller. Und das Gleiche passiert mit der Krankheitsprogression. Auch hier sind diejenigen, die weniger TREM2 haben, schlechter dran, die gehen schneller runter als diejenigen, die höhere TREM2-Konzentrationen haben. Und das Interessanteste kam dann, als wir nach Gedächtnis geguckt haben in den Patienten. Da haben wir als erstes mal eine Kontrolle gemacht, das war das Tau-Protein hier. Das Tau-Protein geht hoch und zeigt einen an, dass hier Neurodegeneration ist. Und viel Tau heißt automatisch hier, dass das Gedächtnis immer schlechter wird. Ja. Das war genau das, was wir eigentlich erwarten würden. Ja. Also der untere Teil war das, was man erwarten würde. Hat man jetzt aber viel TREM2, dann sind die Patienten hier im Gedächtnis deutlich besser als diejenigen, die wenig TREM2 haben. Das heißt, wir haben hier einen protektiven Effekt. Und das hat sogar eine sehr bekannte Persönlichkeit auf den Plan gebracht, was mich sehr gewundert hat. Der Bill Gates fing dann an, über unser Paper zu twittern. Ja. Und fand er das ganz toll. Und ich habe ihn auch letztes Jahr dann persönlich getroffen und eine Stunde mit ihm reden können. Und in der Zwischenzeit finanziert er auch Biomarkerprojekte in der Alzheimer-Forschung weltweit. So, was können wir jetzt machen, um diese Mikroglia zu aktivieren? Ich habe Ihnen ja vorhin gezeigt, das Ding hier wird geschnitten. Ja. Und dieser Schnitt findet statt durch die Proteases Adenzin, die kennen wir sehr gut. Die kann man natürlich inhibieren, da gibt es tolle Inhibitoren dafür. Und dann kann man gucken, was passiert. Da sollte man ja mehr von dem Funnex-Protein kriegen. Ja. Und dann kriegt man tatsächlich auch mehr Phagozytose. Das heißt, im Endeffekt heißt es, dass wir hier dieses Protein, das zelluläre Signaling durchführt. Und der Schnitt hier letztendlich dieses Signaling stoppt. Und dann natürlich kein zellautonomes Signaling mehr stattfindet. Das heißt, wenn wir diese Form hier stabilisieren würden, würden wir mehr Signaling bekommen und wir sollten eine protektive Funktion stimulieren. Jetzt kann man natürlich so einen ADAM10-Inhibitor niemals einsetzen in der Klinik. Wir wissen nur zu gut. Zum einen zerschneidet das ADAM10 das Amyloid, das wäre also kontraproduktiv. Zum anderen wissen wir genau, dass diese Sekretasen viele, viele biologisch wichtige Funktionen haben. Deswegen sind alle Clinical Trials, die bisher Beta-Sekretase
Inhibitoren verwendet haben oder Gamma-Sekretase-Inhibitoren, die sind alle gescheitert, ohne Ausnahme. Und das war zum größten Teil der Grund, dass die biologisch wichtige Funktionen stoppen. Das heißt, wir haben von Anfang an gesagt, wir brauchen was anderes, ja, was hier selektiv nur den Schnitt von TREM2 verhindert und nichts anderes. Ja. Und was wir, die Idee war natürlich dann folgende, wir haben eine tolle monoklonale Facility, wir machen monoklonale Antikörper gegen diese Region hier und gucken, ob wir dann irgendwann einen Antikörper finden, der vielleicht diesen Schnitt inhibiert, indem er praktisch konkurriert mit der Protease, die da schneidet. Und wir haben einen großen Screen durchgeführt und unser Lead-Antikörper, der nennt sich 49, und von dem haben wir das Epitop bestimmt. Und das Epitop ist, da ist die Schnittstelle hier in dem Histidin. Und es ist 12 Aminosäuren genau N-Terminal davon. Also ein kurzes Stück N-Terminal von der Schnittstelle bindet er. Und wir haben dann natürlich dann geguckt, ob der Antikörper auch wirklich biologisch aktiv ist und da was macht. Ja. Und das Ergebnis war ziemlich nett. Weil wenn man sich hier anguckt, Shedding Inhibition, also praktisch die Inhibition des Schnitts, dann macht er das wunderbar. Dosis abhängig mit einem EC50 von 3,7 Nanomolar. Also schöner geht es überhaupt nicht mehr. Dann das Downstream Signaling, da gibt es ein Signaling Pathway, da kann man bestimmt das phosphoryliertes Protein messen, was recht einfach geht, wird auch induziert, auch wieder dosisabhängig mit einem niedrigen nanomolaren EC50. Absolut irre, und das hat mich sehr gewundert, ist, unser Antikörper unterstützt die Proliferation von Mikrogliazellen. Das heißt, der macht mehr Mikrogliazellen, auch wieder mit dem EC50 im niedrigen nanomolaren Bereich. Und der stimuliert auch Phagozytose. Was wir hier gemessen haben, ist Myelin-Uptake. Und das geht also extrem gut. So, das waren natürlich alles Zellkultur-Assays. Und jetzt ging es auch darum, wir müssen jetzt so einen Antikörper auch ins Gehirn bringen. Da gibt es Schwierigkeiten. Ne? Die gehen nicht mit Blood-Brain-Barrier, sondern nur sehr schlecht. Und dafür brauche ich Spezialisten. Und dann fingen wir an, zusammenzuarbeiten mit der großen Biotech-Firma, die Sie vielleicht kennen, Denali in San Francisco. Das sind die Leute, die bei Genentech früher Neurodegeneration gemacht haben, eine Neuroimmunologie. Die haben sich alle abgespalten, haben eine neue Firma aufgemacht, Denali, mit einer sage und schreibe 500 Millionen Investitionsmoney. Sind nach 1,5 Jahren an den Stockmarkt gegangen und haben dann nochmal irrsinnige Summen abkassiert. Haben in der Zwischenzeit über 300 Mitarbeiter. Fantastische Wissenschaftler. Ich habe also sowas noch selten gesehen. Und mit denen arbeiten wir jetzt eng zusammen. Und das Tolle ist, die wollen auch, so wie Genentech eben auch, dass die Mitarbeiter publizieren. Also die messen den Erfolg ihrer Mitarbeiter in ihrer Abteilung an der Publikationsrate. Und das hat mir natürlich auch verdammt gut gefallen. Und mit denen haben wir jetzt in der Zwischenzeit eine sehr, sehr enge Zusammenarbeit. Und das Erste, wo die uns massiv geholfen hatten, war Target Engagement zu bestimmen. Das sind natürlich Sachen, die man so als Molekularbiologe normalerweise nie macht. Und was wir hier einfach gemessen haben, ist, wie viel Antikörper bindet eigentlich an dem Antigen in vivo, in der lebenden Maus. Und das konnten wir sehr schön zeigen, wenn wir hier mit 50 Milligramm per Kilogramm reingehen, kriegen wir fast über 90% Targeting-Effizienz. Und das ist bisher gemacht mit einem Antikörper ohne dem Brain-Shuttling-System, was Denali hat. Wir stellen im Moment alles um auf einen neuen Antikörper, auf den gleichen Antikörper, aber mit dem Brain-Shuttle dran, sodass wir eine Effizienz ins Gehirn kriegen. Aber was das zeigt, ist, wir erreichen unser Ziel, das TREM2, und wir haben fantastische Folgen in der lebenden Maus. Wenn wir in die lebende Maus reingehen, natürlich momentan mit extrem hohen Konzentrationen, sonst kriegen wir einen Antikörper nicht über die Blood-Brain-Barrier, dann wird das TREM2 stabilisiert. Wir kriegen deutlich mehr, und zwar dosisabhängig. Ein irres Ergebnis, hat lange gedauert, bis wir es hingekriegt haben. Und in der Zwischenzeit machen wir das mit einem Antikörper, der das Brain-Shuttle-System dran hat, also eine Transferentbindungsstelle. Und die Ergebnisse gehen, das alles, was ich Ihnen gezeigt habe, also alle Assays, auch der hier, die gehen through the roof. Ja. Also wir haben wesentlich bessere Readouts jetzt, obwohl die vorher auch schon nicht gerade schlecht waren. Also teilweise Faktor 50 besser als vorher. Teilweise bei den Bio-Assays teilweise Faktor 100 besser. Das TREM2 können wir sogar in den lebendigen Mikroglia zeigen. Diese violetten Punkte hier ist TREM2 in Mikroglia nach Antikörperbehandlung. Hier sehen Sie einen Isotyp, der das nicht kann. Und der Anstieg ist also recht gewaltig. Und im letzten Dia möchte ich Ihnen noch zeigen, was mit Plaques passiert.
Ich hoffe, das kann man einigermaßen sehen. Diese roten Punkte hier sind alles Plaques und diese Maus ist behandelt worden mit einem Isotyp-Antikörper, einem irrelevanten. Und hier sehen Sie sofort, dass die Plaques hier nach der 49-Behandlung deutlich weniger werden. Und es wird vor allem auch die Corona außenrum mit abgeknabbert, sodass nur noch das im Inneren übrig bleibt. Insofern glauben wir, dass wir schon einen Antikörper jetzt entwickelt haben, der, wenn man ihn effizienter ins Gehirn bringt, vielleicht sogar bis zur Klinik gehen kann. Mechanistisch ist es im Prinzip ganz einfach. Der Antikörper blockt die Schnittstelle hier. Wir kriegen ein verstärktes zellautonomes Signaling. Gleichzeitig, das habe ich Ihnen jetzt gar nicht gezeigt, crosslinkt der Antikörper auch immer zwei Tremtu-Moleküle. Und dieses Crosslinking ist wichtig, weil die dann am besten ein Signaling machen, wenn die gecrosslinkt sind. Also der Antikörper hat eine Dual Function, was ein bisschen ein Glück war, ja, aber der funktioniert sehr gut. Problem ist allerdings, wir hatten ursprünglich geplant, für das Brain-Shuttle-System einen Arm hier auszutauschen gegen die Transferentbindungsstelle. Das geht nicht. Und wir haben die Jahrzehnte dran gebastelt und dann funktioniert es aber. Und der Effekt ist, dass wir höhere Survival kriegen, der Mikroglia. Eine massive Proliferation, das sehen wir jetzt auch in vivo, in der lebenden Maus. Wir drücken die Mikroglia-Transkriptions-Signature vom homöostatischen State zum Disease-State, also zu einem Pre-Activation. Und wir erhöhen Phagozytose. Und die Plaques gehen runter und der Homeostatic Response geht runter. Tja, und damit bin ich am Ende. Ich möchte mich meinen Mitarbeitern bedanken, die bei mir im Labor die ganze Arbeit gemacht haben, hier auf der linken Seite. Und vor allem auch die ehemaligen Leute. Der Herr Kleinberger ist übrigens jetzt auch in der Biotech-Firma tätig. ESA Bioscience hier auf dem Campus. Natürlich vielen Kollaborateuren und das ist mit dem Exzellenzcluster in München und dem DZNE absolut fantastisch. Natürlich auch den Mitarbeitern hier von Denali, mit denen wir praktisch täglich jetzt in Kontakt sind. Und natürlich auch unseren Klinikern und auch den Patienten, die für Diane und Adney entsprechend beigetragen haben. Vielen Dank. Applaus